Peggy 16. In contrast to film music, computer game music has to be unobtrusive. One listens to it way longer. The worst case scenario for game music is when it really gets on your nerves. When engaging in this kind of role play for hours while maybe exploring the world you're in, you don't want to have an annoying theme X as jungle background music all the time, but rather something that emphasizes the jungle setting, but not too aggressively. When we talked with Bastian, who produced the music for Risen 2, we showed him some artwork of the natives, prototypes of the locations and so on, so that he could get a feel for the atmosphere. Then he let us explain how the individual characters functioned in their location. Rather than immersing himself into the story, he developed a feeling for the settings and composed the music on that basis. We then had a few jamming sessions where I sat next to him and listened to his songs, and that's how we turned it into what it is now. Erzähl doch nicht immer so ein Mist. Das ist kein Mist. Es ist wahr. Ja, man hört es noch so leicht im Hintergrund. Ein bisschen lauter sein. Ja. Gut, sollen wir mal die Kampfmusik hier testen? Ja, am besten gehst du mal irgendwie da auf den großen Platz und haust mal einen von den Typen einfach stumpf. Warte noch, greif noch nicht an. Jetzt wird's lauter. Ja, findest du okay so? Ja, oder? Ganz okay. Mein Job dabei ist es, dass ich die Musik erstmal den Stil vorgebe, ja, in Absprache mit dem Mike zum Beispiel, dass wir uns überlegen, okay, was möchten wir eigentlich haben für einen Stil im Spiel, was passt dazu? Man arbeitet ja erstmal mit einer Welt, die noch nicht fertig ist. Das heißt, wenn ich anfange zu arbeiten, dann steht zwar schon das Grundgerüst und man kann sich halt schon bewegen, aber da ist bei weitem noch nicht jeder Baum an Ort und Stelle, da ist noch kein Wetter, da ist die Gegner funktionieren vielleicht noch nicht. Also die Musik ist, wird im Grunde genommen erstmal nur in das Spiel reinkopiert und ich setze dann im Editor, im Level-Editor setze ich dann im Grunde genommen die Zonen. Diese Zonen bestimmen, wann eine bestimmte Musik in eine andere Musik überblendet. Music can enhance the situation, can be melancholic when the hero journeys across country. It can speed up when the hero starts fighting. And that is how music transports a lot of emotion within the game. Like you might only have some moving polygon, and then the moment the player realizes you've really been pulling the wool over my eyes, that's where the character begins to come alive. So here, anything that evokes that emotion is good, and music is an essential tool for creating moods. Emotionen hervorzurufen. You don't have to fight all the time in our game, but it is a central element. The latest, when you're cutting your way through the jungle and a jaguar leaps at you, it's time to draw your sword.